habe ich dann eine Umkleide. Und da hat mich eine Dame angesprochen. So, darf ich Sie etwas fragen? Ich so, ja, natürlich. Sind Sie Miras Schwester? Ich so, ja. Oh, wissen Sie, also ich höre so gerne eure Sister Talks, eure Podcasts. Das ist so lustig. Wann kommt dann der nächste raus? Dann habe ich gesagt, aktuell nicht, weil ich gekündigt worden bin. Also, dann hat sie gesagt, also nein, wirklich. Ich so, ja, sie hat mich gekündigt und momentan sind wir auf Versöhnungstrip. Hello world! Welcome back to the first Sisters Talk after fucking 9 months. Schäm dich, Miri. Hä? Du hast ja das F-Wort gesagt. Ja, wo ist das Problem? Ja, aber Jele, erstens sprechen wir Hochdeutsch. Hast du schon wieder vergessen? Ach, ich hab's vergessen. Weißt du, ich war schon 9 Monate out und jetzt eigentlich hab ich gedacht, 10. Man könnte denken, du warst schwanger. War ich aber nicht. Ich war nicht im Mutterschaftsurlaub, aber dafür im Schwesternurlaub. Ja, ich habe nämlich meiner Schwester letzten Januar gekündigt. Genau, weil ich mir was erlaubt habe zu tun, was sie natürlich nicht so begrüßt hat, aber das ist mir eigentlich auch herzlich scheißegal. Ja, ja. So bist du eben halt. Einfach so, wie du eben bist. Dir ist alles scheißegal. Ja, aber trotzdem hast du mir deine Liebe heute gezeigt, indem du mir frischen Kaffee mitgebracht hast. Genau. Ich habe das in meine Tasse natürlich reingestellt. Oh, ja. Und, Jelle, siehst du, was ich heute habe? Das hatte ich damals nicht. Ich habe einen Hauptsponsor. Und ich sponsere mich selbst mit Hello World. Und da vorne, liebe Leute, Body and Mind bei Jelena Vasovic. Jelle, du bist wirklich gut. Danke. Also, und ich habe meinen MTL-Sponsor bekommen, Jelle. Das heißt, du alles im Leben verpasst, weil wir eben nicht gemeinsam den Weg gelaufen sind. Wow, aber gratuliere. Ja, ich danke dir. Und für den zartbitteren Start in diesen guten Podcast habe ich dir eine Kokos-Schoko- wie nennt sich das? Ballon? Nee, Kugel geschenkt, weil so ist es ja in den serbischen in den serbischen Häusern ist es ja so, kommst du wieder mal nach einer langen Zeit jemanden besuchen, ja, dann bringst du was mit. Da diese Dame vegan ist, musste ich mir natürlich eine bittere Variante vorstellen und suchen. Ah. Entsprechend habe ich dir heute diese Kugel geschenkt. Mm. So. I love it. Also die Winter kannst du mir nachher im Verschau, gell? Wenn man es gerade so vorkommt. Richtige Schweizerin, hä? Ja, ne? Ich brauche einfach jetzt diesen Zucker. Ich würde das nie morgens essen um 11. Aber why not? Es gibt immer Ausnahmen, oder? Wow. Mhm. Also vegan shoppen da unten, machst einen guten Job. Ich habe dich wirklich schon vermisst. Ich dich auch, Mira. I love you. Ich finde es so schön, dass dich die Leute darauf angesprochen haben, dass du nicht im Studio bist. Also diese Szene muss ich euch erzählen, ne? Das war based on a true story. Das war, glaube ich, dieses Jahr im Juni. Da war ich da im Fitnesspark, wo ich ja Mitglied bin. War ich da in der Umkleide. Und da hat mich eine Dame angesprochen. So, darf ich Sie etwas fragen? Ich so, ja, natürlich. Sind Sie Miras Schwester? Ich so, ja. Oh, wissen Sie, also ich höre so gerne eure Sister Talks, eure Podcasts, das ist so lustig. Wann kommt dann der nächste raus? Dann habe ich gesagt, aktuell nicht, weil ich gekündigt worden bin. Also, dann hat sie gesagt, also nein, wirklich. Ich so, ja, sie hat mich gekündigt und momentan sind wir auf Versöhnungstrip oder sowas wie. Und dann ist sie so traurig gewesen und ich habe dann gefunden, okay, also irgendwann muss der Friedenstag, dann mal wieder stattfinden. Und der ist jetzt heute am 9. November treffen wir uns wieder hier und versammeln uns für einen Neuanlauf. Ja, und 9 ist meine Lieblingszahl. Schon krass, hä? Meine ist die 8. Also gestern hätten wir es eher machen sollen. Nein, heute. 9 definiert den Weg zum Erfolg. Ja, ja. Schön. Ja, Jeli, was soll ich dir sagen? Über was wollen wir eigentlich sprechen? Weil ich will natürlich nicht teilen, was da passiert ist. Ich muss doch ein bisschen Privatsphäre alles okay, musst bitte du nicht pflegen. Mhm. Aber es ist schon krass so, wie sich gewisse Geschwister, sie können sich verstreiten und sprechen eine lange Zeit nicht und ignorieren sich bis ein Ende des Lebens. Mhm. Ich weiß, es passieren schlimme Sachen in Familien, aber ich finde es so schön, wie du wirklich so straightforward sein kannst, manchmal auch verletzend. Bullshit. Doch. Nein, also Moment. Jetzt, wenn man das von Verletzen und so. Ich komme hier als Gast nach 9 Monaten in diese Hütte wieder.
Komme ich da rein ins Studio, empfängt mich niemand. Bringe ich noch den Kaffee und den Tee, also ich muss mir noch selber das Zeug servieren. Dann gehe ich natürlich im Militärschritt ins Büro des Big Boss rein. Da ist natürlich meine Schwester und genieße das Leben. Sagt, du, schläft's eigentlich? Gehst du selber empfangen? Hallo? Sorry, der arme Ferris war überfordert, als du da reinstolziert bist. Er ist der Agenturchef von diesem Studio und du kommst da rein, das wären wir deine Mitarbeiter. Nee, schau mal, Ferris mag mich und ich mag Ferris. That's a special love. You cannot compare this, okay? Da geht's um eine ganz andere Sache. Aber das ist ja eben so, meine Leute. Deswegen liebt euch. Liebt euch, liebe Geschwister, auf die Art, die ihr es für richtig haltet. Ich liebe sie auf meine Art und sie mich mit etwas Schwierigkeiten auf ihre Art. Und das ist doch völlig okay. Aber das Wichtigste ist, dass man ja irgendwie am Ende des Tages wieder zu Tisch findet, einen feinen Tee trinkt und am Ende noch das Geld einfordert. Nicht vergessen. Twins. Ja, wir haben die Twins. Wir wollen mir dupe. Ey, na, so geil. Wisst ihr, Mira, wir könnten eigentlich über alles reden. Also in diesen 9 Monaten ist ja bei mir auch einiges passiert. Ich bin gezügelt in eine wunderschöne Wohnung. Manifestiert. Ich habe es manifestiert. Ich habe mir meine Mama gesagt, weil sie immer gesagt hat, also Ilicete da prosite, Ilicete das udete bogato. Was übersetzt nein, heißt? Nein. Willst du es übersetzen? Willst du es nicht übersetzen? Okay, für alle Jugos, die Jugo sprechen können, die haben es verstanden. Alle anderen dürfen anfragen, was es heißt. Und ich habe immer gesagt, Mama, weißt du was, jetzt zeige ich dir mal eine Sache. Wenn ich jemals von dir ausziehe, dann ziehe ich entweder in eine Wohnung mit Pool oder Dachterrasse aus oder dann ist ein Haus mit Pool. Und das erste habe ich erreicht. Super. Mega. Super. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Wohnung, die ich jetzt am Einrichten bin. Der Pool steht dann hoffentlich bald auf dem Dach. Und den Sternenhimmel kann ich hoffentlich auch bald genießen. Und im gleichen Monat habe ich mich dann auch entschieden, mich beruflich zu verändern und zu kündigen. Ja. Und das habe ich natürlich gefeiert. MTEL Switzerland. Vorreiter moderner Mobilfunkdienste. Mit ihrem Motto «Deine Welt» ermöglicht MTEL dir, dich mühelos mit der ganzen Welt zu verbinden. Brauchst du einen neuen Handyvertrag? Suche nicht weiter. Mit MTEL Switzerland kannst du unkompliziert und einfach hochwertige Telekommunikationsdienste abonnieren. Ob es darum geht, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, über globale Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur mit geliebten Menschen in Verbindung zu treten, MTEL hat dich abgesichert. Also, jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast «Hello World» sage, denke daran, dass MTEL dein Tor ist, um mit dem in Kontakt zu bleiben, was dir am wichtigsten ist. Verbinde dich mit der Welt und lass MTEL dein Begleiter auf all deinem Wege zum Erfolg sein. Verpasse nicht diese fantastische Gelegenheit, deine Welt zum Leben zu erwecken. Schaue auf der Webseite www.mtel.ch vorbei und starte noch heute deine Reise mit MTEL Switzerland. Also jetzt hast du dich selbst gekündigt, weil eigentlich habe ich dich gekündigt. Genau. Beide Seiten. Und ich habe jetzt auch gesagt, du meine kleine... Also du hast wieder gekündigt. Ich denke, ein paar weiteren Podcasts, wenn wir nach hinten komm graben raus würden... Ja, du hast... Das ist aber auch gut so. Jetzt muss ich hier da rauskommen. Alles gut. Nein. Also es ist wirklich ein Zug zum Success bei dir. Weil deine Zugfahrten haben dazu geführt, dass du diese dass du dich reflektiert hast und du konntest im Zug überlegen, was du wirklich willst. Von Zürich nach Basel. Und ich habe dir wirklich das noch nie gesagt, aber ich habe zu Mama gedacht, Mama, die geht jetzt nach Basel jeden Tag. Ich gebe ihr maximal 3 Wochen. Schlussendlich wurden es 22 Monate. Also, das ist krass. Das beweist meine Ausdauer. Genau, also dass du das gemacht hast, finde ich so schön. Ich hätte es niemals gemacht. Ja. Ich wäre nach Basel gezogen. Du bist tatsächlich gependelt. Nein. Was? Moment. Also, Moment. Ich hätte nicht mal den Job in Basel angenommen. Nee, also ich muss sagen, ich bin ja noch bis zum 13. Dezember dort. Wir mussten die Restferien eingeben. Diese Woche habe ich das gemacht. Dann wusste ich endlich mal, wenn mein letzter, nicht Ferientag, mein letzter Arbeitstag ist. Und das wird der 13. Der 13. Dezember. Ja. Du bist ja nur noch in den Ferien. Dein Leben ist voller Ferien. Also, Arbeit, sage ich auch wirklich mal. I love my life and my life loves me. Mhm. Das ist einfach, das ist mein Motto. Und by the way, stimmt's auch. Mhm. Nee, es ist so. Also es war keine einfache Entscheidung. Aber du musst einfach wissen,
du warst ja auch dabei am ersten Kindergartentag der kleinen Baby Mira. Und jetzt ist natürlich auch ihr Tag durchgetaktet. Ich werde auch zwingendermaßen früher aus dem Bett aufstehen. Oh mein Gott, hast du plötzlich eine Routine? Stell dir vor. Oh mein Gott. Ich wurde in der Routine gezwungen. Nicht, weil ich das geil finde, überhaupt nicht. Weil dir Gott ein Baby Mira geschenkt hat und jetzt ist sie auch mal dran, eine Routine zu haben. Moment, der liebe Gott hat mir damit eine Struktur geschenkt. Das ist mal etwas Neues, ja, gell? Das stimmt. Und es ist natürlich so, die Kleine ist zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr ist die im Kindergarten. Dann habe ich bis 12 Uhr Zeit, mein Leben zu genießen. Ab 12 Uhr gehst du wieder in deine Mama-Rolle zurück. Und ich habe einfach gesagt, okay, jetzt, wenn sie da ist, schon bei mir, will ich auch die Zeit mit ihr genießen. Und früher habe ich immer das Kind dem Job angepasst. Und jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt ist fertig. Jetzt werde ich den Job meinem Kind anpassen. Und das ist eine ganz andere Energie. Oh, kannst du das nochmal sagen? Also, ich denke, das machen eben recht viele Leute, oder? Sie passen das Kind dem Job an quasi. Ja, dann muss es in die Kita, dann muss es das, dann muss es dieses. Und sie könnten sich ja auch einen Job wählen, wo sie so viel Zeit mit ihrem Kind verbringen können. Zum Beispiel einen Job, wo sie mehr von Homeoffice aus arbeiten könnten oder näher bei der Schule, du weißt gar nicht was. Einfach, dass du halt mehr Freizeit hast mit deinem Kind. Und die Baselfahrt hat mich halt täglich fast 3 Stunden gekostet. Und es war nicht von Montags bis Mittwochs, nicht von Montags bis Freitag, sondern es waren 2 bis 3 Mal in der Woche. Mhm. Aber trotzdem, das merkst du einfach. Also, ja? Jetzt habe ich meinen Schokoball gegessen und jetzt werde ich starten. Genau. Jetzt darf ich mal. Und was ich aber sagen muss, es war für mich nicht einfach, weil es war schön für die Kleine, aber ich liebe mein Team. Ich habe ein wundervolles Team. Stefan, eben. Thomas, Marco, die hören Rolf, alle rein. Ich liebe euch. Also das ist so etwas anderes, wenn du dein Team liebst und wenn du die First Lady im Team bist. Das kommt natürlich noch dazu. Und du dann ein bisschen den Glow und Shine bringst, ein bisschen das kokette Verhalten, das haben natürlich die Männer nicht, aber ich gleiche es damit aus. Und somit, wir waren so ein gutes Pendant miteinander, dass als sie mich dann angesprochen haben, Jeli, wieso machst du das? Kann mir nicht tränen. Ich kann nicht mehr so glor, frag mich nicht. Frag mich einfach nicht. Es tut mir weh. Weil ich gehe nicht, weil ich euch nicht gerne habe, sondern weil ich mich entschieden habe, näher mit dem Kind zu sein. Jelle, so schön. Wirklich, man sieht, es geht dir mega nah. Also Basel hat wirklich was mit dir gemacht. Ja. Die dich eben nicht kennen, die verstehen nicht, dass du ein Business... Krass. Du liebst deinen Job so fest. Nein, meine Leute. Jelle, ich hoffe, du heulst auch mal wegen mir so. Hab ich auch schon. In der Zeit, als wir keinen Kontakt hatten. Okay, ist egal. Ich denke, ich habe Fall von der Besas Apotheke Nassi ein bisschen dabei. Was gibt welche? Besas Sponsoring for you, Rotpunkt in Oerlikon. Besa Rotpunkt, meine beste Freundin, gehört nämlich diese Apotheke und ich liebe es. Oh mein das Gott. Das letzte für dich. Okay, gut. Der Rotpunkt Apotheke. Liebe Leute, ich möchte einfach wissen, ich bin eine emotionale Seele und ich brülle aus Freude, aus Trauer, aus was auch immer. Aber wenn ich Leute sehr gerne habe, dann geht mir das einfach sehr nahe. Ja. Das ist so. Und ich liebe meine emotionale Seite genauso, wie ich auch meine crazy Seite gerne habe. Aber Jelle, ich denke, du merkst eben auch, dass dieser Change jetzt kommt. Und ich finde das so schön, dass noch nie geheult wegen einem Job. Nicht wegen dem Job, wegen den Leuten. Genau. Und eben, ich muss es nochmal sagen, oder ich versuche es gerade zu sagen, aber du unterbrichst mich voller Emotionen, wie du immer bist. Ach so, das mache ich jetzt nicht mehr. Was ich sagen wollte, die dich eben nicht kennen, verstehen nicht, dass du das... Hihihaha, hier im Studio hast und das bist du, das ist ein Teil von dir, aber du bist auch eine richtige Businesswoman. Und zwar auf High Heels mit einem super schönen Outfit und du kannst den Tarif durchgeben und du weißt genau, auf was es darauf ankommt, auch diese Seite auszuleben. Weil du bist beides. Was du nicht bist, ist, dass du nicht faul bist. Weil man darf auch an dieser Stelle sagen, du bist alleinerziehende Mama eigentlich hier in der Schweiz. Der Vater von Baby Mira lebt in Serbien. Unsere Familie unterstützt dich auch, indem sie auf die Kleine schauen. Mega. Gestern war ich auch mit dir spielen. Ich weiß nicht, wie du das machst vor dem Schlafen, aber die hat ja Energie. Ja, voll krass. Hat ja auch den Namen von dir. Also, ist kein Zufall, dass sie deinen Namen trägt. Ich weiß. Weißt du, was der heute Morgen-Trend war? Sie will nicht mehr Mira heißen, sie will, dass man sie Amira nennt. Also hat sie sich gestern geschrieben, Jelle, auf ein Blatt Papier. Sie will Amira heißen, weil jemand im Kindergarten Amira heißt und sie findet den Namen Amira schöner und jetzt will sie Amira heißen. Gestern haben wir versucht, Mira auf Papier zu schreiben und sie schreibt Amira und ich sage noch zu Mama, hey, wieso schreibt sie Amira? Sie hat die Buchstaben verwechselt. Und dann sagt sie, du musst mir jetzt eine Note geben. Und dann hat Mami gesagt, es gibt A plus und F. Und dann habe ich ihr F gegeben. Aber nein, wieso gibst du mir F? Ich will doch ein A plus. Ich so, ja, dann mach's richtig. Dann schreib anstatt Amira. Und dann haben wir uns zerstritten.
Ja. Wegen Amira Amira. Und jetzt höre ich das raus. Das heißt, sie will den Namen ändern. Spinnt sie? Finde ich auch. Ich habe ja gesagt, das ist eine Beleidigung für deine Tante. Ja, logisch. Das ist eine Beleidigung für die Tante, weil die Tante heißt Mirjana Wasowicz. Dann hast du Mira Wasowicz Junior. Wir haben jetzt den Social Media Account schon. Klar. Und jetzt will die Amira heißen. Also ich weiß ja nicht, was ihr mit euren Vierjährigen macht, aber wir haben da eine ziemliche Tortur vor uns. Ja, machst du alles alleine. Mega. Ja, aber ich muss dir sagen, weißt du, so alleine bin ich ja gar nicht. Ich habe ja die Unterstützung von wundervollen Menschen, sei es im Beruf, sei es mit dir, das, was wir machen, sei es mit dem Umzug. Also wenn ich mich da erinnere, dass da 6 Gentlemen mein Sofa... Nein, ihr müsst die Story hören. Also true story. Ja. 6. Stock lebt Mama und meine Schwester. Man musste von dem 6. Stock in den 7. Stock das Sofa hochtragen. Aber es ist ein neues Sofa, sorry. Neues Sofa, weil die sind einfach einen Stock höher gezogen. Da ist eben der Jacuzzi mit dem Sternenhimmel und der so. Der ist im 8. Stock. Also die Wasowicz-Familie ist verteilt auf 3 Stockwerke. 6, 7 und 8. Ja, genau. Also. Ja. Und jetzt war eben das Problem, dass niemand konnte ihnen helfen mit dem Sofa. Mhm. Die haben mir das auch angekündigt und ich war wirklich nicht vor Ort. Was war die kreative Idee, in unserem kleinen Ghetto die Menschen zusammenzubringen und das zu machen? Also ich habe einfach nur halt meine Relationship Skills genutzt. Was habe ich gemacht? Ich bin im Gebäude. Relationship Skills in Glattfrock. Dann habe ich da auch geläutet beim Dini Parkettleger, ob er Zeit hat, ein Sofa zu schleppen. Dann beim Ralf Hug, der unser DHL-Friend. Und dann war doch noch so ein Versicherungsberater und so. Der Ralf in seinem Pyjama, der Versicherungsberater mit seiner Rolex und der Dini mit dem Shirt. Und ich war da so als Verzierung dabei und meine Mama als Kamerafrau. Und da hat dann natürlich der Dini war der Touchmeister und hat gesagt, nur noch 1 Stockwerk, nur noch 2 Stockwerke, nur noch 3. Weißt du, sie mussten das von Stockwerk 0 auf Stockwerk 7 hochbringen. Nicht von 6 auf 7. Nein, das ist ja noch viel schlimmer. Miri, du verpasst mein Leben. Ich habe ein fucking Linie Rosé Sofa. Hallo. Oh mein Gott. Und das musste man in den 7. Stock befördern. Und leider ist der Lift eben zu klein. Also hat nur die Hälfte des Sofas in den Lift gepasst. Die andere hat etwa 1 Meter rausgeschaut. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen da etwas kreativer werden und 6 starke Männer zusammentrommeln, inklusive mich. Und ich habe einfach gedacht, das müssen wir einfach festhalten, weil einfach dieses Teamwork und als da der Versicherungsberater in die Wand gedrückt wurde, ich habe das so lustig gefunden, weil das Sofa so groß ist. Jelle, was macht also der Versicherungsberater in dieser Story? Muss er nicht arbeiten? Nein, du musst eben schauen, das ist ja auch für ihn eine Chance. Weil wenn er mithilft, würde ich ihm ja potenziell auch mit neuen Kunden mithelfen. Also es ist ja die eine Hand küsst die andere, also von dem her. Das ist doch nicht echt. Also ich finde das immer toll. Also ich hatte noch nie so viel Hilfe und ich habe das so genossen, weil wir so viele Nationalitäten waren da an dieser Tragekunst bis in den 7. Stock. Wir hatten Schweizer dabei, wir hatten einen Albaner dabei, ich als Montenegrinerin, dann hatten wir nochmals einen Albaner dabei. Und wer war dann noch? Der Schweizer auch noch. Also die ganze UNO. Also eigentlich haben wir wirklich die UNO abgedeckt mit dieser Übung. Und ich war einfach nur da und habe gesagt, also wenn die Politik sich auch so gut vertragen würde, wie wir hier das Sofa tragen, dann gäbe es ja keinen Krieg auf dieser Welt. Okay? Wow. Du bist einfach ein Naturtalent. Ja. Also ich beschäftige eben alle Leute. Bei mir bleibt niemand arbeitslos. So geil. Ja. Ja, und was ist bei dir so gelaufen? Was habe ich bei dir so verpasst? Ja, du, einiges, ja. Also was, jetzt bist du verheiratet? Also geschieden bist du, das weiß ich. Ja, definitiv. Letztes Jahr. Oh mein Gott, ja. Das stimmt. Ja, nochmals also Gratulation. Das ist nicht was. Nochmals Gratulation. Aber darf ich nochmals auf die Geschichte eingehen? Welche? Dass du unbedingt meine Divorce Party posten wolltest, weil das hat dazu geführt, dass die Medien darüber geschrieben haben. Aber was die nicht verstanden haben, ist, dass du die ganze Ups and Downs Story erkennst und deshalb wir auch diese Divorce Party gemacht haben. Ja, klar. Und ich will das einfach nochmal so highlighten. Also erstmal müssen die Medien über das schreiben, dass die Schwester ein Hello World Shirt anhat, in roter Farbe mit passendem roten Kopfhörer. Genau. Also bitte schreiben, danke vielmals. Und da haben wir auch noch Werbung so. Und noch was Werbung so. Hier. Genau, und shameless self-promo, I know, but if you don't do it, nobody else will do it. Free of charge, of course. Und die sollen doch schreiben, was sie wollen. Ja, das finde ich auch. Ist doch ihre Arbeit, die müssen ja auch ihr Brot verdienen. Deshalb komme ich jetzt auch zu diesem Thema. Dann habe ich mich entschlossen, wie wäre es eigentlich mal ein Privatleben privat zu halten? Und irgendwie funktioniert das wirklich mega gut. Mhm. Also man weiß nichts über mich.
Nicht privat. Und ich finde das so geil. Ich feiere das. All diese verschwommenen Ideen, was die Menschen haben könnten. Bin ich jetzt mit jemandem zusammen? Oder bin ich Single? Bin ich verlobt? Bin ich nochmals verheiratet? Bin ich schwanger? Niemand weiß es. Und es ist voll geil. Ja. Absolut. Aber weißt du, bei mir war es ja anders, als ich bei der guten Bank, wo ich ja jetzt noch angestellt bin, angefangen habe. Da hat mir jetzt gestern jemand erzählt, mit dem ich Mittag gegessen habe. Weißt du, Jeli? Und ich meine, ich habe dich ja nicht gekannt. Aber da waren Leute in der Abteilung, die sind dann zu mir gekommen und die haben dann gesagt, weißt du schon, wer die Neue ist? Und ich so, nein, natürlich nicht. Also, weißt du, online findet man so viel über sie. Du musst sie unbedingt googeln. Ja klar, wenn du meinen Namen googelst, dann bekommst du schöne Bikini-Bilder. Und, ja. Also nackt noch nicht, aber... Noch nicht. Nee, aber ich muss sagen, du bekommst Bikini-Bilder von meiner Zeit, wo ich Wettkämpfe gemacht habe. Ja, logisch. Und dass die da so ein Riesendrama draus machen. Ich meine, für mich und dich ist es Guten Morgen, oder? Ja, aber jeder für die ist so, wie kommt so eine da rein? Ja, natürlich. Ja. Weil sie Stil hat. Und auch weil sie eine Dame ist. Logisch. Und weil sie zu sich steht und sich verteidigen kann. Aber ja, warte. Und die Kunden auch. Nein. Erster Blick auf Instagram. Nein, nicht Instagram. Auf Google, weil Google ist anders dargestellt als Instagram. Also ist so, oh shit. Wieso, oh shit? Ja, Bildung weil du, super bist, du bist mehr nackt als gekleidet. Aber das ist ja auch dein Job gewesen. Jede, du kommst aus einer Sportlerwelt. Ich versuche dich doch gerade hier zu erklären, damit die Menschen das verstehen. Also, schau mal, das stimmt aber gar nicht. Schau mal, Jelena Wasowicz, da kommt das. Wo Nacktbilder? Ah, sorry, mein Fehler, wenn ich deine Fotos zeige. Also, wenn jetzt da ein bisschen weiter runter scrollst, kommt dann schon dann etwas anderes. Google ich Jelena Wasowicz Bikini. Aha, ja, dann kommt etwas anderes, Moment mal. Damit ich anderen eben zeige, dass sie auf der Bühne war. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit öfters gemacht. Also wenn du das machst, ja, da gebe ich dir recht. Ja, genau. Also aber, verstehst du jetzt, was ich meine? Aber ist ja kein, ja, ist ja kein Problem, das war ja deine Arbeit. Ist es ja noch. Das ist ja dein Werdegang, ja, genau. Ist es ja noch, ich bin ja nach wie vor Trainerin und motiviere junge Damen, sich fit zu halten, schreibe Ernährungspläne, schreibe Trainingspläne und das macht mir ja Freude, Menschen weiterzubringen, wie du ja auch die Freude daran hast, einfach anders. Ja, ey, ich mache übrigens Heavyweights now. Wow, bravo! I'm eating a lot of protein. Gut, aber einfach aufpassen, dass dann nicht die Jeans irgendwann mal zu eng wird, gell? Ja, das habe ich eben auch gemerkt. Hartes Training, Muskelaufbau, hä? Ja. Ja. Dann wird es dann plötzlich nicht mehr XS, sondern es wird eine S und dann fängt schon wieder das Drama an. Ich muss abnehmen. Wow. Dann gehen wir wieder rückwärts. Ja, aber jetzt mache ich einfach mal so einen kleinen Change. Weißt du, dass ich letztens, ich habe so an dich gedacht, als ich vor einem Monat für eine Dame, die vegan ist, einen Ernährungsplan schreiben musste. Jetzt musst du einen Ernährungsplan ganz schreiben für dich. Für etwas, was du nicht bist, aber natürlich für mich immer spannend, etwas Neues dazuzulernen, weil ich bin ja nicht vegan, ich bin Allesesser in Maßen. Mhm. Ich esse nicht zu viel Fleisch, aber auch nicht zu wenig, einfach normal. Also ich will nicht sagen, dass du nicht normal bist, ja? Versteh mich nicht falsch. Du, die, aber für die, mich war es wirklich die spannend. Die da draußen können es ja wohl bewerten, ob es war ich wirklich, normal bin oder nicht. Du bist super. Ich bin's auch. Wir sind's auch. Wir sind beide. Alle. Genau. Ja. Und dann durfte ich wieder einen veganen Ernährungsplan schreiben und es war super, weil sie fühlt sich jetzt auch super, hat auch schön abgenommen. Ich freue mich, dass ich auch etwas auf den Tisch bringen konnte, was ich eigentlich nicht vertrete, aber trotzdem funktioniert. Also das musst du auch noch anbringen. Du selber bist kein Veganer, schreibst schon mal einen veganen Ernährungsplan, der funktioniert noch. Das zeigt, dass irgendwie ein bisschen rauskommt. Ja, das Wissen ist da. Und der funktioniert. Der funktioniert und sie fühlt sich gut. Und das macht mir ja immer Freude. Und je exotischer der Plan ist oder je exotischer die Fälle sind, desto mehr macht es mir Spaß. Ja. Und da habe ich einfach mega Freude. Und du weißt ja auch nie, wer dir da ins Studio sitzt und mit wem du über welche Themen redest. Und das ist ja das Spannende. Ja. Nicht das, was du schon kennst, sondern das Unbekannte. Das X. Genau, das Unbekannte ist momentan so ein Thema bei mir. Also ich will jetzt gerne mal so einfach intuitiv über das Thema sprechen. Was ist momentan dein privates Thema, an dem du arbeitest? So in Gedanken, mit dir selbst? Also es ist so, ich habe nicht ein spezifisches Thema, weil ich denke, durch die Hypnose mit Gabi, wo ja du und ich, das sprechen wir ja dann später in dem nächsten Podcast detaillierter darüber, ist es, du bist auf allen Ebenen, merkst du, dass du anders wirst. Du wirst wie so ruhiger. Du findest noch viel mehr die Kraft in dir und ziehst sie weniger von außen. Und ich finde das mega spannend. Und vor allem sehe ich ja meine Entwicklung auch im Umgang mit meinem Kind. Jetzt war sie ja 6 Monate mit dem Papa, jetzt ist sie bei mir wieder. Und jetzt die Struktur und all diese Sachen, die auf mich zukommen und wie ich das anpacke oder anders anpacke, dort sehe ich die Entwicklung. Mega. Und ich sehe auch die Entwicklung in dem, wie viel ich mir Zeit nehme noch für andere Menschen. Ich beschränke mich wirklich auf meinen Inner Circle, für den ich mir gerne Zeit nehme, wie auch heute. Ich bin jetzt da
Es ist 11 Uhr, mein Kind hat ja bis 12 Uhr Kindergarten, also auch da der Riesensupport der Familie. Ja, aber Jene, um 10 Uhr könntest du ja nicht kommen, weil du musst ja noch ausschlafen. Stimmt nicht, du musst Kindergarten begleiten. Ja, hallo! Life-changing! Ja, bis 8:30 Uhr muss die Dame dort sein. Und so ist es, wie es ist, aber das ist ja auch schön. Und ich denke, alles im Leben kommt zu seinem Zeitpunkt. Bei mir ist jetzt halt so ein bisschen Struktur, ein bisschen Ordnung, was den Tagesablauf hat. Ich bin ja so ein spontaner Mensch. Ja. Das ist mir natürlich ein bisschen Fremdstruktur. Das ist krass, wie ein Kind cool. das einfach so in dein Leben bringt, diesen frischen Wind. Und ich bringe das andere. Und wir haben zweimal die Woche haben wir Programm. Also ich will da nicht die Mama sein, die von Montag bis Freitag das Kind komplett einbindet. Heute Klavier, morgen malen, übermorgen, weiß auch nicht. Sondern zweimal Programm von 5 Tagen. Montagnachmittags gehen wir eineinhalb Stunden in die serbische Schule. Sie war aber nicht letzten Montag, da hat sie gesagt. Hä? Ja, weil sie waren in den Wald, sie war tot. Ah, okay. Sie war echt todmüde. Und dann heute Nachmittag gehen wir in die Ballettstunde. Ja. Und ich finde so zwei Sachen, die unterschiedlich sind. Und dann frage ich sie, ja Mira, hast du denn Freude an der serbischen Schule? Dann sagt sie mir, ich finde das nicht so cool, dass ich so lange sitzen muss. Ich so, stell dir vor, mein liebes Kind. Ach, das gehört zum Leben, konzentriert zu sein. Und ich finde es gut, dass es zwei Sachen sind, die komplett unterschiedlich sind. Voll. Mhm. Und dann eins montags und das andere freitags. Donnerstags. Ah, donnerstags. Mhm. Okay. Das ist lang. Was ist denn heute? Donnerstag. Oh, für mich ist schon Freitag. Jetlagged. Alles gut. Ja, Jele, bei mir ist es momentan, dass ich das Gefühl habe, ich würde mich gerne den Unknown mehr öffnen, weil da ja all das ist, was du bis jetzt noch nicht kreiert hast. Also erzähl mir mal dein Darkroom. Was ist denn dein Darkroom? Jelle, das ist das Quantum Field, hallo! Ja, was? Das ist da, wo alles ist und existiert, was du eben alles leben könntest, weil alles existiert ja und schon. Und niemand sieht's. Doch, du Zen siehst es. Durch tiefe Meditation. Wirklich, das hat mich jetzt so gepackt mit Joe Dispenza. Ich kenne ja Joe Dispenza schon seit Jahren. Erzähl mir davon, ich weiß nicht, was du damit meinst. Ja, also wir müssen jetzt nicht extrem spirituell abtauchen, weil sonst die mich noch nicht kennen oder die mich kennen, denken zu wissen, wie ich denke, ich bin noch viel schlimmer, als ihr denkt. Es gibt halt wirklich so tiefe Meditationen, wo du in dieses Quantum Field abtauchen kannst und du bekommst so eine Erleuchtung. Und diese Erleuchtung bis jetzt hat dazu geführt, dass ich extrem auf meinen Schlaf achte. Ich schlafe viel mehr, ich mache mir nicht mehr diesen Stress um 6 Uhr aufstehen und nur, man hat nur Erfolg, wenn man so früh aufsteht und so. Nein, nein, nein. Mhm. Work smart versus work hard. Und ich habe gesehen, wie viel mehr ich kreieren kann, wenn ich mich besser fühle, ausgeschlafen bin, ich mich sehr gesund ernähre, meine Gym-Workouts mache, auch wenn ich kritisiert werde, dass ich übertreibe, ist mir scheißegal. Wenn du mich vom Guten abhalten möchtest, weil es zu extrem ist für dich, das ist dann dein Problem. Wie oft trainierst du überhaupt jetzt? 5-mal die Woche. Okay. Ja, aber auch Running. Also es ist nicht 5-mal Heavyweights. Ich habe ja Pilates, dann gehe ich rennen, dann mache ich meine Workouts im Gym. Ich brauche das einfach. Das ist für mich so, das ist so. Genau, und da blockiere ich mir das auch. Und dann weiß ich, dass ich nur so funktionieren kann. Und Prost. Mit Tee. Prost. Okay, hello world. Okay, und dann? Red ein bisschen, damit ich das Zeug fertig esse. Danke. Habe ich vorher eben auch gemacht. Ja, ist verdammt Wein. Und ich bringe jetzt immer auch mein eigenes Essen mit, weil ich bin einfach sick and tired von allen Restaurants und vermeide es maximal. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel jetzt zum ersten Mal auch ein Lunch ins Studio mitgebracht, anstatt hier was zu kaufen. Also ich bin schon nicht wieder so auf einem extremen Trip, aber weil es clean ist. Ich gehe so oft weg ins Ausland und da habe ich ja nicht die Möglichkeit zu kochen. Und ich merke, mein Körper mag einfach nichts mehr, Jelle. Das habe ich mir nur gestern Kürbis in den Ofen gemacht, habe mein Tofu geschnipselt mit grünem Salat. Mhm. Und das habe ich jetzt heute mitgenommen, damit ich später ins Gym gehe. So habe ich 3,5 Jahre gelebt als Profisportler. Und ich musste mich daran erinnern, wer ich früher war. Weil das hat uns Baba, unsere Oma, hat das immer gemacht während der Lehre. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo ich das Geld eingespart habe, weil ich es wieder ausgegeben habe. Aber in Australien hast du viel ausgegeben. Deswegen wurde der Trip nicht 6 Monate lang, sondern nur 3 Monate. Und Coachings, ja genau. Zu faul war, das ganze Geld auszugeben, was sie diagonal verdient hat. Das hat wehgetan, ja hallo. Also die hat gekellnert, wie blöd. Und hat KV noch gemacht. Also, und noch das KV. Ja, also ich habe wirklich gearbeitet. Und ich bin so stolz, weil ich weiß, wie man was kreiert. Super, mir. Ja, und eben, ich musste mich daran erinnern, jetzt in dieser Phase, wo ich gerade bin im Leben, wer ich vorher war. Und vorher war ich diese Frau, die
mega bei sich war, ich habe keinen Alkohol getrunken, Jelle. Die letzten 3 Jahre habe ich Alkohol getrunken, weil ja, ich war auf einer Selbstfindung und so. Mhm. Ich will ja das nicht schlecht sprechen, aber ich merke den extremen Unterschied. Mhm. Wenn ich clear in my mind sein möchte, dann ist da kein Alkohol. It shrinks your mind. Ach so. Meine Haut sieht besser aus. Klar. Ich fühle mich vitaler und ich habe Sober Oktober gemacht und konnte damit Leute inspirieren, das auch durchzuziehen. Bravo, Medi. Ich bin so stolz auf dich. Nein, ich finde das super. Wir haben auch so einen im Team, der Dry Oktober macht. Und weil seine Freundin ist Ernährungsberater und die hat gesagt, dass sich die Leber komplett regeneriert. Und sie hat ja natürlich auch viele junge Fälle, also mein Alter und so bis 40, die Leberzirrhose haben vom Alkohol. Ja. Und damit sich eine Leber wirklich komplett erholt, braucht sie mindestens 8 Wochen. Ja, ja, das ist kein Problem. Cleaning. Und deswegen machen viele Leute nicht nur einen Monat, sondern 2. Aber ich finde halt auch, ich meine, ich bin 32, aber niemand glaubt mir, dass ich 32 ich bin. Weiß. Und dann finde ich das als Kompliment. Ja. Früher mit 18 haben sie gesagt, du siehst wie 25 aus. Dann hast du gedacht, wow. Ja. Und jetzt bist du 32. Ich bin ja noch Mama, also eine stolze Mama. Und dann sagen sie, also du siehst ja so viel jünger aus. Ich war da so, das war so cool. Ich war in so einem albanischen Disco, in einer albanischen Disco war ich in Luzern. Avalon, Dafina Zecirica, ich liebe die Frau. Dürfen wir kurz sagen, dass du Serbin bist und es ist voll okay? Das ist mir doch scheiße. Ich liebe das. Genau, das ist Musik und Künstler. Bei uns ist es scheißegal, was die Grenze abgrenzt. Absolut. Wir sind eins. Ja, klar. Ja. Und ich liebe Dafina. Dafina hat so tolle Songs und sieht einfach noch super hammer drauf aus. Und dann war ich dort in der Toilette und ich habe mich eigentlich ein bisschen zu elegant angezogen. Also müsste ich im Büro sein mit dem, wie ich mich angezogen habe, aber ich war in einem Club. Das war eigentlich ziemlich lustig. So tigermäßig angezogen und so oben schwarz. Ich habe super ausgeschaut. Okay. Dann waren da so junge Mädels auf der Toilette und dann schauen die mich so an und dann haben sie aber erstmal nichts gesagt. Dann sagt die eine der anderen, hey Bro, oh, eigentlich muss ich jetzt aufs WC, aber schieß mich voll an. Dann habe ich angefangen zu lachen. So, weißt du, wieso bist du auf der Toilette, wenn es dich anscheißt, auf die Toilette zu gehen? Und da habe ich nur gesagt, also der Damen ist halt einfach Weltklasse. Ja, Damen, die im WC Bro sagen, seid ihr im falschen WC? Das habe ich so lustig gefunden. Und dann schauen die mich so an. Also, ich muss schon sagen, du bist so eine schöne Frau. Wie alt bist du? Ich so, Schatz, ich bin einiges älter als du. Ja, wie alt bist du? 32. Nein, Bro, jetzt müssen wir sie anschauen. Sie ist ja voll Milf. Weißt du, also, die müssen wir sie unbedingt anfassen. Wir müssen auch so aussehen wie sie eines Tages. Anfassen! Und dann ist es so lustig, dass sie mir Milf sagen, weil ich bin nämlich wirklich Mami von einer 4-jährigen Tochter. Oh, was würde ich nochmal anlangen, dass wir alle so aussehen, nachdem wir das Kind haben? Wir haben das gemacht. Welche Voodoo machen in Luzern? Ich habe das so lustig gefunden. Und dann laufe ich dort raus und mein guter Freund wartet auf mich. Und mein guter Freund wartet auf mich so, Jelly, wieso bist du so lange weg gewesen? Ich so, also ich muss jetzt mal einfach die Geschichte erzählen. Also das hat jetzt einfach gut getan. Fürs Herz, fürs Mega. Ego, für alles, dass mir da so junge Damen, die so knapp 20 sind, mir so ein Kompliment geben. Und einfach, ja klar ist es eine Bestätigung von außen. Hey, hallo, auch du hast gern, wenn man dir sagt, Miri, wow, du siehst super aus. Jeder von uns hat das gern. Aber es ist nicht mehr die Hauptsache, weswegen du dich gut fühlen darfst. Ja. Je älter du wirst, glaube ich, und je mehr du an dir arbeitest, und das tust du ja auch sehr, Mira, tue ich ja auch, weil es mir wichtig ist und ich bin zielstrebig und ehrgeizig und ich will in allem immer besser werden. Ja. Und ich habe ja noch eine Kleine, die auf mich hochschaut und ich sollte ihr Role Model sein. Also wenn ich an mir nicht weiterarbeite, wie sollte sie dann das bei sich dann auch implementieren, dass das normal ist, oder? Genau. Und deswegen merkst du einfach, dass du nicht mehr diese Bestätigung von außen brauchst, dass du dich gut fühlst, sondern es ist ja voll easy. Aber wenn dir niemand etwas sagt, du weißt, du bist einfach geil. Ich weiß nicht das. Geil und das Gefühl, Punkt. Das ist so ein schönes Gefühl, weil du weißt, du bist nicht abhängig von jemand anderem, klar, dass dir das gesagt werden muss. Genau. Weil du weißt es für dich. Und diese Energie, wenn du das für dich weißt und du es fühlst, dann kommst du in einen Raum rein und dann gucken sie dich an, weil sie spüren die Energie. Ja. Und das ist ja genau das Geile daran, man kann sie nicht kaufen, you have to become it. Und das ist die gleiche Energie, mit der ich vorhin in Ferris sein Büro reingelaufen bin. Ich habe nicht mal geklopft, ich bin einfach reingegangen. Jelle. Das ist... Das Ding ist ja... Dann kommt Ferris, ich kann dich gern, du weißt. Schnauzt uns an und er sagt dir nichts. Und nach so ein paar Sätzen sage ich so, Jelle, du weißt aber schon, dass er der Agenturchef ist. Ja. Und du da reinstudiert bist wie noch nie jemand zuvor. Ja. Und wir lachen ja schon darüber, aber es macht uns ja genau aus. Und er wusste eigentlich, was du eben nicht weißt.
Was? Ich habe ihm von meinem Quantum-Filter erzählt, was ich vorher geteilt habe. Eben, Quantum-Filter ist wichtiger, als mich hier willkommen zu heißen und den Tee zu servieren und alles. Dann mache ich. Ich so, scheiße, Jeli kommt. Ich habe gehört, dass du kommst. Ich so, ich mache die Tür zu, weil sonst kann ich dir die Geschichte nicht fertig erzählen. Dann habe ich die Tür zugemacht, weil ich wusste, wenn du mich siehst, würdest du in das Büro reinlaufen. Aber du hast mich auch so gefunden. Und jetzt guck aus dem Unknown. Das ist eigentlich genau das, was jetzt eigentlich passiert ist, aus dem Unknown. Ich wusste ja nicht, dass du mich dort finden wirst. Deshalb ist die Geschichte dort kreiert worden, dass die so geil sich heute im Podcast anhört. Ja. Seht ihr, was ich meine? Dass man einfach das so macht, sei mehr du selbst. Einfach machen. Einfach machen, und weil dann ist das Unknown da. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Und dann hat die das natürlich als eine super Frechheit gefunden. Also kannst du nicht einfach so zum Agenturchef, finde ich so, doch, kann ich. Und Ferris kennt mich und Ferris hat mich gern. Und ich habe Ferris auch gern. Dann habe ich ihn umarmt und die Sache war schon gegessen. So ja, einfach ist es. Der kennt auch alle unsere Geschichten. Liebe der Leute. Er kennt mich schon seit 10 Jahren. Kennt alle Ups und Downs. Und ja, wenn immer ich was mit dir hatte, ich meine, er hat gesagt, hä, wann warst du das letzte Mal hier? Ich so, ja, im Januar. Ich so, ja, aber dann haben wir uns zerstritten und ich habe die Episode nicht veröffentlicht. Also, das was? Stimmt. Sie hat die Episode nicht veröffentlicht, obwohl es eigentlich eine geile war. Aber das ist ja auch egal. Vielleicht machst du das zum 10-jährigen Jubiläum. Ja, vielleicht. Genau. Ja. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Ihr müsst einfach wissen, ich bin da reingelaufen, habe natürlich sie gerade zusammengeschnauzt. Aber was ich gemacht also habe, natürlich. Und hallo, das natürlich. Müsst ihr wissen, und das macht eben den Unterschied. Es kann noch jemand, wütend auf euch sein oder was auch immer. Umarmt die Person und sagt einfach, ich hau dich gern. Und dann flasht die Person sofort, weil das ist ja nicht das, was man erwartet. Man erwartet ja immer, wenn man zerstritten ist, oh, jetzt gehst du auf deine Seite, ich gehe auf meine Seite und gut ist. Aber ich bin eben jemand, der sagt, hey, come on, I love you. Komm hierher. Use, fertig jetzt da. Komm. Ja. Ich hab dich gern. Wisst ihr, in der heutigen Welt muss die Verbindung zu den Menschen, die uns am Herzen liegen, nicht viel kosten. Alles, was du brauchst, ist die richtige Frequenz. Und genau deshalb schweben wir auf der MTL-Frequenz und wählen das M für meine Welt. Wenn wir auf unserer Reise zum Erfolg unterwegs sind, ist es wichtig, dass wir mit unseren Lieben verbunden bleiben können, ohne uns Sorgen um hohe Kosten machen zu müssen. Roaming war gestern. Dank MTEL Switzerland können wir genau das tun. Mit ihrer modernen Mobiltelefonie-Expertise bieten sie einen einfachen und unkomplizierten Weg an, unsere Welt zu teilen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf das Handy schaut, denkt daran, dass ihr auf der MTEL-Frequenz schwebt und das M für meine Welt auswählt. Hello World is real. Und das habe ich Ferris gemacht, wegen dem ist Ferris nie wütend auf mich. Kann er auch nicht sein, weil ich einfach zu lieb bin. Und er auch. Ja, gut. Ich weiß. Also das ist. Ferris, ich hätte dich gerne, das weißt. Ist einfach so. Und sie da vorne auch. Ja, danke, Jeli. Danke, dass du einfach so Freigeist bist, wie du bist. Ich habe mir letztens überlegt, was ich alles von dir lernen konnte. Siehst du eigentlich, über was wir alles sprechen? Es gibt gar keine Struktur. Es ist wirklich so, sprechen wir zu Hause. Ihr müsst euch vorstellen, mit unserer Mama sprechen wir genauso. Mhm. One topic, next topic, this topic. Ja, es gehen ist immer Chaos. Ja, dann gehen wir zusammen auf die Toilette, dann macht sie die Runde erst, dann mache ich sie fertig. Ja, und, aber dann, wenn jemand die eine Geschichte zu uns zu Hause erzählt, dann geht die Person auf die Toilette, lässt aber die Tür offen, damit sie immer noch mithören kann, was die im Raum besprechen, damit sie ihren persönlichen Senf auch noch dazugeben kann, aus der Toilette raus. Und dann kommt Baby Mira, geht auch auf die Toilette, gibt ihr WC-Papier, ist die Assistentin da. Und so funktioniert es bei uns zu Hause. Ja. Jelle, this is family. Also, ja. Und stell dir vor, ich kenne Menschen, die haben das nicht zu Hause und die wissen nicht, was eine Familie ist. Und ich bin so dankbar, dass wir so eine crazy family sind. Wir sind nicht crazy, wir sind einfach lebendig. Ja, also, aber wir sind normal authentisch. Sind wir auch nicht. Jetzt muss ich noch meinen Lipstick ein bisschen verbessern, sorry. Genau. Wo ciao? Nein, ist gut. Ich komme rein. Ich habe Charlotte Tilbury. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Also, Dior, die 001, ja, die 001. Wunderschöner Lipstick mit etwas so Rosé-Ton. Ui. Ui, nein. Guckt mal, der ist bei mir schon durch. Wenn du willst, kannst du den mal probieren. Er ist schon fast durch, aber noch zweimal kannst du brauchen. Das ist mein Liebling. Ich bin immer der Abfallheimer. Immer für ihre fast verbrauchte Sachen bekomme ich sie quasi. Test es noch, Jeli. Weißt du, du kannst natürlich auch alles, was Abfall ist, verkaufen. Als, hey, Jeli, das ist das geile Zeug. Das musst du unbedingt probieren. Aber, dabei, also jetzt muss ich mal schauen, wie grosszügig das ist. Mit dem soll ich mich... Schau mal. Hä?
Das hat ja nichts mehr dran. Wieso gibst du mir nicht den anderen? Ja, weil der ist neu. Ich wusste, dass der bald ausgeht. Also, aber ich will ja, dass du es testest, du Influencerin. Also Moment mal. Aber Leute, alles, wenn was ich meine... Wenn ich soll, ja. gibst mir den Folie. Nein, den brauche ich jetzt. Hey, ich habe dir jetzt da Kaffee spendiert und Kokosnuss. Ich verspreche dir, ich glaube, einen neuen. Aber Leute, alles, was ich immer meiner Mama und meiner Schwester weitergebe, für nach Serbien zu verschiffen... Behalten die alles? Ja, klar. Das ist Rotes Kreuz in Gladbruck. Ist ja logisch. Früher, als ich bei der UBS gearbeitet habe und als wir russischen Kunden Lindschokolade geschickt haben, also nur die Karte ist angekommen, die russischen Zöllner haben natürlich die Schokolade für sich behalten. Ist ja logisch. Und wenn die natürlich da ihre schönen Kleider schickt, kennt ihr den Film In den Schuhen meiner Schwester? Jetzt müsst ihr das einfach umtaufen auf In den Kleidern meiner Schwester. Und das ist wirklich so. Und wenn sie da immer ihre drei Säcke schickt, die sagt, das geht nach Serbien. Dann sagt, Moment, erstmal kommt das durch den Zoll. Und dann geht das durch den Zoll und der Zoll probiert jedes einzelne Stück an. Klar, und deswegen habe ich auch dieses Shirt heute an. Ich mache jetzt nochmal Self-Promo für den Hello World. Das wäre nämlich auch beinahe nach Serbien verschifft worden. Was für eine Unverschämtheit. Hey, Jelle. So. Checkst du eigentlich das Hello World, ja, das alles belebt hat? Klar. Alle haben uns ausgelacht wegen Hello World und so. Jelle, heute sehe ich Hello World in H&M. Ne? Was? Sie haben so für Babys, so diese Bodies Hello World und ich bekomme von den Influencern, und also von meiner Community auf Instagram bekomme ich mega viele Bilder, wo sie das Hello World auch sehen und ich denke mir, das Hello World hat alles so gestresst und heute habe ich einen von den geilsten Podcasts hier in der Schweiz, in der Dachregion, habe einen Hauptsponsor, mein Reach ist so hoch gegangen seit diesem Jahr. Bravo, weil ich, Jelle, seit 2018 mit diesem Hello World und guck heute, bitte. Ja, jetzt muss die H&M einfach nur noch, jetzt müssen die dir einfach noch anständig was bezahlen, weil, sorry, du hast es ins Leben gerufen. Also ich hätte es patentieren sollen, scheiße. Ja, aber das ist halt immer das Schöne, oder? Manchmal ist man vielleicht der Erfinder von etwas, dann profitiert jemand anders finanziell, aber dann kommt man durch das auf ein anderes Level und erfindet wieder Sachen, die noch viel besser sind und plötzlich ist dann dein Zeug. Und plötzlich verdienst dann du direkt Geld damit. Aber ist ja auch ein Scheiß. Aber ich habe wenigstens das Granola auf Hello World. Ja, ist doch schön. Geil. Hey, also, wenn wir etwas haben, wir kommen nicht von der Unternehmerfamilie. Hey, das ist nicht so, ja. Wir kommen von der Familie, hey, sicherer Job ist sicheres Einkommen und sicheres Leben. Und ich sage, und sie und ich sagen einfach Scheiß drauf, weil ich habe ja auch gekündigt ins Blaue, ohne dass ich was anderes hatte. True. Und die erste Frage meiner Teamkollegen war, Jelli, wo geht's denn an? Dann sage ich ihnen, weiß es nicht. Dann sagt mir der Rolf, unser Leiter sagt, aber das ist eine fahrlässige Übung. Ich so, nein. Fahrlässige Übung. Ich so, lieber Rolf, das ist es nicht. Jetzt erzähle ich dir wieso nicht. Ich habe jetzt einfach das gemacht. Ich mache euch einen Gefallen und mir einen Gefallen. Ich habe per 15. September habe ich gekündigt. Das heißt, ihr habt 3,5 Monate Zeit, jemanden zu finden. Und ich habe auch 3,5 Monate Zeit. Das ist fair. Wieso muss ich auf Ende September warten? Mhm. Wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann in dem Moment ziehe ich die Handbremse. Ich warte nicht, bis der Zug bereits in eine Wand gefahren ist, sondern Zugbremse. Gut ist, schön wie eine Dame aus der ersten Klasse aussteigen, gut ist. Und da habe ich ihm das so erklärt. Ich so, schau mal, wenn ich das anders gemacht hätte und schon bereits einen anderen Job hätte, dann wäre das ja eigentlich ein Vergleich, wie wenn du neben einer Ehefrau bist, auf die du eigentlich schon lange, oder Ehemann, sorry, nicht mal, dass wir immer nur die Ehefrauen hier benamsen, dass du mit jemandem zusammen bist, auf den du eigentlich schon gar keine Lust mehr hast, aber damit du diese Person verlassen kannst, suchst du dir bereits die Nächste, damit du diesen Schritt machen kannst. Nee. If I'm done with you, I'm done with you, darling. Uh-huh. I don't have to search somebody else. Uh-huh. I'm good. Und also Jelena, das ist schon sehr mutig. Ich so, ja, Mut fällt zu mir. Und das selbstbewusst ich eigentlich auch nicht. Ja. Aber genau so hast du dich immer wieder neu kreiert. Und du hast immer den besten Job bekommen. Immer. Das ist immer so. Das ist so krass. Weil ich mich eben nicht an den Job als sichere Quelle verbinde, sondern ich finde die Sicherheit in mir und meinen Talenten. Und ich habe ihnen mal einfach so zum Spaß gesagt, ich so, wenn ich mal einfach keine Lust mehr auf Banking habe, sage ich euch, liebe Leute, was? Dann haben die gesagt, was? Ich so, ich gehe in den Stripclub, werde dort Kellnerin und ich mache viel mehr Geld, als ihr alle hier zusammen am Tisch. Also Kellnerin ist Stripperin. Wieso? Nein, ich muss mich nicht mal so ausziehen. Ich habe ihnen gesagt, ich will viel mehr Geld machen und so, und dabei muss ich mich nicht mal ausziehen. Aber da gehen die spendablen Männer hin, oder? Ja, klar. Genau. Also Jelli, das ist ja eigentlich ein super Businessplan, oder? Man weiß ja nie. Und dann haben die gesagt, also Jelli, so weit muss es doch nicht gehen. Ich so, ja logisch muss es nicht so weit gehen. Hallo Leute, Spass. Ja. Ist das Basel so ernst worden, oder was? Anyway, also ich als Zürcherin bin dort im Exil noch bis 13. Dezember und ich werde die Zeit bis dann bis zum 13. Dezember genießen. Könnt ihr Jelena Wasowitsch im Zug Richtung Basel morgens um 8 Uhr antreffen. Zug? Nein. Was, doch kein Zug? Sicher nicht. Ah. Ich bin nachhaltiger Autofahrer.
Oh. Deswegen kostet einfach alles ein bisschen mehr. Oh, aber I'm dafür sorry, Lady. Gehe ich da von meinem also, Haus raus. Aber das in die dann stimmt ja doch, was ich vorher gesagt habe. Der Zug to Success bei Yele war anfangs in diesem Fall. Genau, dann wurde es das Auto zum Success. Aha, ja, okay. Also, upgrade your life. Upgrade your life, upgrade everything. Upgrade your mind in first place. Ja. Natürlich. Und ich muss ja auch da. Sagen einfach, ja, ich habe es ja sehr genossen. Ein Jahr lang bin ich da wirklich Zug gefahren. Und im zweiten Jahr habe ich gedacht, du irgendwie, weil ich wahrscheinlich auch mit mir mich mehr noch auseinandergesetzt habe, da habe ich einfach mal gemerkt, dass diese Energien von diesen Leuten im Zug mir einfach nicht mehr passen. Das sagen ich will so viele. Ruhe, ich ja. will meine Musik hören, ich will deinen Podcast hören oder den von Guy Raz, den ich dir weitergeleitet habe. Meine Musik, meine Zeit, einfach Me-Time. Und das genieße ich sehr. Der Nachteil ist, dass wenn du natürlich auch selber fährst, dass du halt auch ermüdest. Also du kannst ja, da nicht dann. Während der Arbeit, also während der Autofahrt noch arbeiten, bei der Zugfahrt ging das. Und das merkst du dann schon. Und ich habe einfach nur gedacht, hey, nein. Es war gut, ich habe ein tolles Team, I love my people. Und also das ist emotional. Eigentlich müsste der Podcast in dieser Bank in der Newsletter aufgeladen werden. Wieso? So viel, wie viel du das Team lobst, ich würde ich sehr gerne sie. Mal kennenlernen. Ja, hättest du mich damals nicht... Also in der Phase, wo ich mein Team eingeladen habe zu meinem Geburtstag. Ah, war ich nicht da. Genau, da hatten wir unsere Funkstille. Ne? Sagen wir es mal Funkstille, anständig. Ja. Und deswegen war meine Mira... Trotz Einladung nicht anwesend an meinem Geburtstag. Ich, by the way, war auch nicht anwesend an ihrem Geburtstag, inklusive Familie. Und ja, aber es gibt ja auch den 40. runden Geburtstag, den genau. wir dann hoffentlich und weißt zusammen was? Feiern. Wir können auch einfach sowas feiern. Ich liebe ja, Sachen zu feiern. Also ein Mann muss ja nicht immer nur die Blumen schenken, wenn Geburtstag ist. Ja. Sondern der kann sie ja auch unabhängig von Geburtstagen schenken. Das Problem also ist einfach, immer, wenn du zu viele hast, hast du keine Töpfe mehr. Oder wie heißt es? Dann kann Vasen. Er den, dann kann Mama er den hat Topf. Sich schon beschwert. Mit Stimmt. Vase, bitte. Also dann bitte mit Vase. Ihr bekommt so viele Blumen, ja. dass ihr wirklich keine Vasen mehr habt. Ich habe jetzt zu Geburtstag... Also nicht ihr, sondern du, Jeli, bekommst so viele Blumen. Ja. Um dich zu korrigieren. Nein, nein. Und das habe ich von der bekommen, das habe ich von ihm ja. bekommen, das habe ich von der... Hey, ja. also es ist so schön, dass in unserer Familie... Sorry. Alles gut. Ja, in unserer Familie werden... Blumen groß geschrieben. Also Blumensträuße ja. sind bei uns heilig. Schön. Hast du einen Scheiß gemacht, kauf einen Blumenstrauß. Und dann richtest du die Scheiße zu 50%. Ja. Kommt daran, darauf an, wie groß der Blumenstrauß ist. Ja, also als ja. du den deinen bekommen hast, durfte ich ihn teilen durch 6. Aber ist ja egal. Aber das ist eine Story für sich. Da kannst du auch genug leben. Ja, schön. Ja. Das ist natürlich schön. Dann bist du eigentlich noch Bachelorette, ohne dass du angefragt wurdest und eine Gage dafür bekommst. Dann habe ich da Blumenfrau aber gespielt und der Familie Blumen. Da kam der Bote, oder wie der auch heißt. Ja, und mit dann, 100 wie viel? Genug. 120.000 ja. oder so. Und dann meinte er, oh. Hat er das so verkackt? Ich so, wenn sie wüssten, was er gemacht hat. Und dann, weil sie ja nachher weitergereist ist, werden diese armen, schönen Rosen verwelkt. Und schlussendlich durfte ich die Rosen der Familie austeilen. Da hat mich natürlich die Oma schräg angeschaut und so, was hast denn du für Scheiße gebaut, dass wir jetzt wieder Rosen bekommen? Ich so, nichts. Aber die sollen doch nicht sterben, die sollen genau. bewässert werden. Und, ja, und. Das habe ich ja dir auch gesagt. Siehst du, was ich alles für dich mache? Also ja. du müsstest mir Gold und alles Mögliche schenken für das, was ich alles für du dich mache. Du bekommst ja den Tilbury-Lippenstift. Nee, ich will dein Bett. Hä? Dein Bett gefällt mir. Nein, jede, also jetzt langt's. Also soll ziemlich komplett aus. Nein, also ich muss dir sagen, die Mira hat ein wunderschönes Bett. Ich weiß nicht, was es für ein Designer ist, aber das will ich noch vererbt bekommen. Und ich hoffe natürlich und manifestiere dieses Bett in meinem Zimmer, weil ich dann die passenden Vorhänge erst kaufen werde. Ja. Aber ja. hey, manifest and it's gonna come to your hands. Ja. Yeah. Ah, ich habe wirklich die Wohnung, so eine Dream-Wohnung und genau. Ich könnte die irgendwie gar nicht verlassen, ja, ich liebe die. Irgendwann heiratest du ja auch wieder und dann musst du wieder raus. Also ich warte auf diesen Tag. I'm waiting for this und day. Und bis zu diesem Tag wird es einfach kein Bett kaufen, oder was? Richtig. Ich bleibe du hart. Du Sparfuchs. Bin ich nicht. Ich, also Moment. Hey, können wir eine Moment. Charity-Twint-Aktion für dich starten? Nein. Wenn ich ein Sparfuchs wäre, dann? Jetzt rein hypothetisch, wie du das jetzt da ja. Zusammensagst oder zusammenreimst, dann würde ich jetzt ja nicht einen wunderschönen Pool auf meinen Rooftop legen. Stimmt. Kennst du noch die Geschichte im Podcast vom Whirlpool und Sternenhimmel? Ja, bewahrt jeder. Der wird bald bei mir oben sein. Das hört sich dann als würdest du auf dem 8. Stock wie eine Prinzessin Ist leben, so. Hast ein geiles Auto, Ist aber so. Innen, wo du schläfst, hast du kein Bett.
Nein, ich habe ein Bett, aber das ist grau und das ist 1,60, nee, 1,40 auf 2 Meter. Und ja, es sieht nicht so schlimm aus. Aber das kann es noch aushalten, so ein Jahr oder also zwei. Also Jeli, wenn wir Glück haben, hört das irgendeine Möbelfirma da draußen und denkt sich, ach, die arme Jeli, wir müssen ihr helfen, wir sponsern den Podcast noch und Hello World on top. Ja, genau. Und dann bitte noch 2 Blumensträuße, auch 120 Rosen. Damit wir das alles schön verteilen können zwischen Seebach und... Und Glabruck. Genau. Geil. Leute, wir beleben unsere Ecke, wo wir leben. Ist so. Weil viele denken, dass, oh mein Gott, wie kann man dort leben? Das ist das geilste Leben. Jedes Mal, wenn ich in Zürich Flughafen lande, gehe ich nach, und da, wo wir aufgewachsen sind, und denke so, das groundet mich. Ich liebe diesen Ort. Klar. Ich liebe, dass ich sehe, wie Kinder auf der Straße spielen, nicht auf der Straße, am Spielplatz da, wie die Familien zusammenhalten, wie alles so belebt ist. Das ist so eine Wärme, das kann man nicht woanders finden. Deswegen sind wir auch überlebensfähig. Egal, ob wir im Zürichberg irgendwann mal wohnen oder Feusisberg oder sonst noch irgendwo auf der Welt. Wir überleben überall, weil wir im Ghetto aufgewachsen sind. Ja? Und dann bin ich ins weniger große Ghetto Glabruck gezogen, ja? Wo jetzt gerade aktuelle Stadtratwahlen sind. Ja, ja. Bitte für Matthias Zicker stimmen. Der macht einen super Job und sieht noch gut aus. Auf alle Fälle, also ich bin in einem kleineren Ghetto, du bist jetzt in einem größeren noch. Aber das ist doch egal. Ehrlich, wir sind im Schlimmsten aufgewachsen. Aber ist doch, hey, kennst du das Lied Jenny from the Block? Yes. Mira und Jeli from the Block. Ja, stimmt. Hey, hallo. Mein Block. Of course. Ja, Jeli, aber wenn man sich überlegt, dass alles in Schwammedingen gestartet hat, nur weil unsere Familie am Flughafen gearbeitet hat und es so convenient war, da hinzufahren. Und deshalb habe ich mir eigentlich eine Lehrstelle auch erst am Flughafen suchen wollen. Ja, also bei mir war es eben so, da hast du am Flughafen die große UBS, die es ja seit eh und je dort gibt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, da hat immer die Mama gesagt, also irgendwann wirst du bei einer Bank arbeiten und schau, was passiert ist. Krass. Ich bin genau dort geendet. Und ich habe die Lehre bei der UBS gemacht. Liebe Grüße auch an die UBS. Habe eine sehr gute Ausbildung bei euch gehabt und kann es nur wärmstens allen Lernenden empfehlen. Krass. Sehr gut. Also dort lernst du Disziplin, Professionality, also alles Sachen, die ich jetzt auch in meiner Laufbahn, und ich habe ja an verschiedenen Orten gearbeitet, nicht in dieser Form erlebt habe. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich da bei so einer Bank die Lehre machen durfte. Weil die mich geshaped hat als Berater, als Person auch. Und ich kann das wirklich allen empfehlen, die für die Kinder jetzt eine passende Lehre suchen. Schaut doch mal nach die UBS an, die macht es wirklich gut. Oder dann kommt ihr hier schnuppern als Podcast-Tante. Und bewerbt euch bei der Mira. Ja, ich brauche Assistentinnen, glaub's mir. Genau, die den Kaffee morgens bringen und dann das Geld nach dem Kaffee einfordern. Ich warte jetzt noch auf Ende Podcast, aber so einfach kommst du mir nicht davon. Ach du mein wunderschöner Sparfuchs. I love you. I love you too. Oh. Ich musste wirklich jetzt auf die Zeit schauen. Haben wir noch etwas Zeit? Nein, eigentlich ist jetzt Ende Gelände. Ah, oh, Mann. Ja, was willst du jetzt noch sagen? Ah. Gibt es etwas, was dir auf deiner Brust liegt? Hello World. Also auf meiner Brust liegt ein schöner BH aus dem H&M. Der sieht aber gut aus. Kann ich auch empfehlen. Also müsst ihr die Push-Up-Linie dort anschauen. Die ist wirklich super. Push-Up? Bei deiner Größe noch? Nein, die sind ja kleiner geworden, seit ich das Kind habe. Jeli, das ist immer die größten. Okay, anyways. Nein, wir müssen jetzt nicht in Details, weil ich bin Flachland in unserer Familie. Nein, also ich hatte ja kürzlich, also als ich die Kleine hatte, ich habe sie ja fast 2 Jahre lang gestillt, also kannst du dir vorstellen. Und dann, als das fertig war, ist es zurückgegangen. Das ist ja gut, es geht ja alles super ja, aus. Ja, finde ich auch. Ja, du, Jelle, ich denke, ich möchte dir an dieser Stelle jetzt den Arbeitsvertrag auf den Tisch stellen, aber eigentlich ist es so durchsichtig. Dass ich wieder angestellt bin? Ja. Das habe ich ja mindestens. Ich würde dich sehr gerne einmal im Monat hier im Studio wiedersehen. Wollt ihr das auch? Nicht nur die? Also ja, ihr müsst das auch wollen. Ja, aber nein, das Ding ist, ich kann aber dann nur an diesem Tag von dann bis dann, dann mach's gar nichts. Oh, Moment mal, wenn du mal Mutter wirst. Ja, aber nein, aufhören. Es gelten Road to Success bei Mira Zeiten. Also Road to Success ist auch, dass man gekündigt wurde, 9 Monate später mit dem Hello World Shirt hier sitzt und frech seine Meinung sagen darf und sich noch selbst promoten darf. Und das auch. Und das ist, meine, das ist ja auch, beweist was. Also, wenn du magst, dann können wir jetzt den Vertrag mit der Hand. Okay. Welcome back. Thank you so much. Bitch. Nice having me here.
Bitch, really? Nein, Rich, habe ich gesagt. Ich dich jetzt nein, ich habe Rich gesagt. Soll ich dich jetzt ein bisschen zusammendrücken? Ich hätte dich auch gerne. Anyway, ihr seht diese heiß, würzige, süße, scharfe Schwesternliebe, die ist wieder aufgeblüht. Und ich bin natürlich mehr als happy, wieder hier vor der Kamera und vor dem Mikrofon mit dieser wundervollen Dame zu sein. Und natürlich, wenn ihr natürlich mehr von unserem Senf hören wollt und unserer Lebensgeschichte, vergisst bitte nicht, diesen geilen Podcast auf Spotify zu abonnieren, auf Apple Podcast für alle, die ein modernes iPhone haben und auf YouTube, wenn du das auch irgendwann mal willst, zu promoten, zu subscriben, weil wir sind einfach geil und ihr auch. Genau. So. Und jetzt hast du vergessen, das muss ich dir noch beibringen. Dann sagst du, und unbedingt auf YouTube folgen, subscriben und das ist eben The Real Mira heißt der Account auf YouTube. Genau, also bitte The Real Mira abonnieren. Genau, und dann könnt ihr eben auf Spotify jetzt das volle Video sehen. Hast du es gesehen? Auf Spotify kann man das ganze Video vom Podcast auch sehen. Oh nein, jetzt sieht man voll alles. Cool. Das heißt, alles. Es ist nicht nur Audio, es ist das erste offizielle Video mit dir, Jeli. Wow! Ja! Oh mein Gott, so geil ist. Nein, das muss ich nicht. Na, siehst keine du? Ahnung. Weil in der letzten Podcast hast du nicht geschaut, hast du nur gehört. Ich habe nur gehört, ja. Aber mit Video. Echt? Jetzt gesehen, den ganzen Senf, den wir da gemacht haben. Mhm. Den ganzen Senf. Ui. Ja, und auf YouTube ist es mir mega wichtig, dass wir natürlich auch wachsen können. Deshalb wäre es mega cool, The Real Mira zu folgen. Denn jeder Follower, jeder Subscriber zeigt auch, dass die Plattform wachsen kann und wir noch viel mehr der Welt geben können. Ja, und natürlich, wenn ihr das so cool findet wie wir auch, dass wir da wieder zusammensitzen dürfen, dann vergisst es nicht zu teilen mit euren Liebsten und mit euren Freunden, die ihr einfach so ein bisschen mehr Lockerheit, so ein bisschen mehr Leben bewegen wollt. Und natürlich diese langweiligen Autofahrten, in meinem Fall Zürich, Basel und zurück, mit etwas Tollem beschmücken könnt. Ja, so. Und Jeli, jetzt gibt es mal professionelle Reels auf Road to Success bei Mira auf Instagram und TikTok. Auch das? Auch das. Oh, Jeli, einiges hat sich bei mir gemacht. Sorry. Also ich sehe, ich war wirklich 9 Monate off. Und in diesen 9 Monaten hat sich die digitale Welt noch was anders geändert. In dieser Zeit wurde etwas Neues geboren. Ja, also ich muss ja sagen, das war ja im letzten Podcast von uns, den sie ja nicht veröffentlichen wollten. Ja. Da haben wir ja darüber gesprochen, über ihre Zeit in L.A. Und wie sie sich dadurch auch in ihrer Arbeit verbessert hat. Und wirklich, ich sehe da diesen Content, den du jetzt machst und mit den Videos und mit dem eigenen Instagram-Account Road to Success bei mir. Auch da bitte subscriben und folgen und teilen, ja. Das ist mega gewachsen. Ist ja natürlich alles inklusive. Ja, und Jelena Wasser willst du auch noch teilen und subscriben. Ja, also wenn du das unbedingt wollt, aber ich akzeptiere nicht jeden. Mein und Jelena Wasser willst Bikini googeln? Nein. Ja, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Warte jetzt schnell, Jelena, hör auf abzulenken. Ich muss dir noch etwas geben. Ich habe einen Hauptsponsor. Wink. Also ich habe ja gesagt, eigentlich alles, was ich von dir will, ist dein Bett eines Tages. Nein, ich gebe dir jetzt endlich eine SIM-Karte. Bevor wir zum Ende kommen, vergesst nicht, auf www.mtl.ch vorbeizuschauen. Entdeckt die Angebote, die eure Verbindung zur Welt noch besser machen können. MTL für eure Welt, eure Verbindung und euren Erfolg. Du bist doch immer die mir sagt, ich habe kein Internet. Stimmt. Notfälle kann sie nicht erreichen, wenn sie in Serbien ist, weil die Kleine, die lebt ja beim Papa auch. Cool. Und jetzt, bei dir macht das absolut Sinn. Alle Balkanländer, Jeli, kannst du mit dieser SIM-Karte. Aber wieso hat sie eine Schweizer Kuh drauf? Weil made in Switzerland. Okay. Für die nächsten Holidays nicht vergessen, zweites Handy anschaffen und der Frau oder dem Mann erzählen, ihr schreibt nicht mit einer anderen Person, okay? Du bist eine Legende. Jeli, einfach Jeli. Okay, also, Jeli, wir haben es geschafft. 55 Minuten haben wir aufgenommen. Es war mir eine Ehre und see you in 4 weeks. See you in 4 weeks. Jetzt immer intakt, okay? Also gut. Und wenn ihr mich natürlich noch häufiger im Studio als einmal im Monat sehen, dann müsst ihr dieser Dame schreiben. So. Genau. Es war mir ein Vergnügen. Thank you so Thank much. Thank you, world. Bye, world. Bye. Bye-bye. Haben wir richtig gut gemacht. Ja. Und alles spontan und irgendwie. Ja, und das ist der Vibe. Genau das ist es.